Peter Pöllhuber, ein Jubiläumsspiel. Der Innenverteidiger absolviert das 100. Pflichtspiel im Dress der Lustenauer Austria. Und die Vorarlberger haben sich einiges vorgenommen. Gegen Blau-Weiß Linz haben sie den 5. Heimsieg im Visier. Sascha Boller mit der ersten Chance in dieser Partie. Die 16. Minute, Freistoß für die Gäste. Der Bulgare Nikolov. Und der Ball klatscht an die Stange. Glück für die Hausherren. Nur kurz darauf, nächste Möglichkeit für den Aufsteiger, Thomas Holtschel. Die Lustenaustria ist nicht wirklich präsent, nicht im Spiel drinnen. Blau-Weiß Linz, die klar bessere Mannschaft. Und mit der nächsten Möglichkeit, Philipp Husbeck. Die Lustenauer begnügen sich weiter mit der Zuschauerrolle. David Poljanec legt auf für Boris Arapovic. Ball geht knapp über die Latte. Und so schauen die wenigen Angriffe der Lustenauer aus. Harmlos, ein Schüsschen von Jan Zwischenbrucker. So geht es mit einem schmeichelhaften 0:0 für die Vorarlberger in die Kabinen. Nach der Pause dasselbe Bild. Blau-Weiß Linz hat alles im Griff und einen David Poljanec. Und der trifft den Ball ganz genau in der 48. Minute zum längst fälligen 1:0 für Blau-Weiß Linz. Für David Poljanec das 10. Saisontor. Die Antwort der Lustenauer, ein Freistoß von Sascha Boller. Aber der Linzer Keeper David Wimleitner lässt sich da nicht überraschen. Die 62. Minute. Wieder David Poljanec, Toni Tiporic, der Lustenau-Verteidiger, zu wenig energisch. Und der Slowene ganz überlegt zum 2:0 für Blau-Weiß Linz. Saisontreffer Nummer 11 für David Poljanec. Austria Lustenau erwischt einen ganz rabenschwarzen Tag. Einmal über die rechte Seite, Benedikt Zech in den Rücken der Linzer Verteidiger. Und Jan Zwischenbrucker vollstreckt zum 1:2. Die erste geglückte Offensivaktion in dieser Partie wird gleich mit dem Anschlusstreffer belohnt. Ist das vielleicht der Weckruf für die Mannschaft von Helge Kolwitzson? Zeit wäre ja noch genug. Aber Blau-Weiß Linz zeigt sich wenig beeindruckt vom Gegentor. Und dann der Pfiff. Schiedsrichter Andreas Heiß gibt Foulelfmeter. Und es ist eine recht harte Entscheidung, denn Pöllhuber trifft Bubenik nicht wirklich. Und David Poljanec verwertet den Strafstoß souverän. Und damit gewinnt Blau-Weiß Linz bei Austria Lustenau hochverdient mit 3:1. Wir waren heute über 90 Minuten die präsentere Mannschaft, haben den Sieg unbedingt gewollt heute und wollten Selbstvertrauen fürs Derby danken jetzt und das ist uns Gott sei Dank gelungen. Wir waren einfach schlecht heute, muss man einfach sagen. Blau-Weiß Linz war einfach die bessere Mannschaft heute. Das, was wir uns vorgenommen haben, wir überhaupt nicht auf den Platz gebracht. Wir haben kein Kombinationsspiel gehabt, wir haben keine klare Pässe gehabt, wenig Laufreudigkeit, wenig Zweikampfstärke. Also da war Blau-Weiß Linz einfach stärker. Vor allem hatten sie einen David Poljanec, erster Mann des Spiels. Der Slowene markiert bereits zum zweiten Mal in dieser Saison 3 Tore in einer Partie. Erleichterung gibt's auf Seiten des LASK bereits vor dem Anpfiff. Spielmacher Luis Enrique aus Brasilien, der wegen Adduktorenproblemen in dieser Woche kaum trainieren konnte, ist doch noch rechtzeitig fit geworden. Bei St. Pölten gibt's einen Torhüterwechsel. Thomas Vollenhofer hat wieder den Vorzug gegenüber Christoph Riegler bekommen. Die Gastgeber mit dem schwungvolleren Beginn, Eckball Luis Enrique und Hannes Aigner mit dem ersten gefährlichen Akzent nach 2 Minuten. In der Folge wird aber St. Pölten mit dem Selbstvertrauen des 3:2-Sieges letzte Woche gegen St. André immer stärker. Dominik Hofbauer und an die Stange. Glück für den LASK nach 7 Minuten. Da wäre Thomas Mandl wohl chancenlos gewesen. Wieder die Niederösterreicher, die immer wieder versuchen, Stürmer Thomas Fröschl in Stellung zu bringen, wie hier. Und er schießt sofort, herrlich aber auch die Reaktion von Thomas Mandl. Der Tabellensechste aus St. Pölten jetzt klar besser. Über links Daniel Segovia. Und noch einmal hat der Spanier die Chance. Florian Hart und Thomas Mandl klären mit vereinten Kräften vor dem spanischen Goalgetter der Niederösterreicher. Nach knapp einer halben Stunde wieder einmal ein offensives Lebenszeichen des LASK. Enrique zu Hannes Aigner. Vorbei am Torhüter Daniel Kogler.
Und ist dieser Ball hinter der Linie oder nicht, das ist die große Frage. Schiedsrichterin Tanja Schett entscheidet jedenfalls auf kein Tor. Und auch in der Zeitlupe ganz schwer zu erkennen, ob der Ball mit vollem Umfang hinter der Linie war oder nicht. Mehr Betrieb aber nach wie vor im LASK-Strafraum. Segovia, Hart und Thomas Fröschl stoppt ab zur verdienten Führung für die Niederösterreicher nach 33 Minuten. Segovia mit dem Kopf und dann der Schuss von Fröschl passt genau. Kurz vor Seitenwechsel, Weitschuss, Thürauer und Michael Anwichl mit dem Abstauber, aber das Tor zählt nicht. Abseits korrekte Entscheidung, die Führung für St. Pölten nach 45 Minuten absolut verdient. Die Zurufe von Trainer Walter Schachner scheinen auch zu Beginn der zweiten Hälfte keine Wirkung zu zeigen. St. Pölten weiter spielbestimmend. Über rechts. Wieder Segovia und zum zweiten Mal Aluminium in diesem Spiel. Viel Pech für die Niederösterreicher. Das Ganze nach 67 Minuten. Das Einzige, was man St. Pölten vorwerfen kann, ist die Chancenauswertung. Herrlich wieder auf Thomas Fröschl und wieder Mandl. Ganz starke Partie des LASK-Torhüters. Die Schlussphase. Der LASK bemüht. Man weiß, man braucht unbedingt Punkte, um im Titelkampf noch mitmischen zu können. Hannes Aigner wird gelegt von Torhüter Vollenhofer und jetzt gibt es Elfmeter in der 82. Minute für die Linzer, samt Gelb für den St. Pöltener Torhüter. Korrekt die Entscheidung und Hannes Aigner tritt selbst an und erzielt den Ausgleich 8 Minuten vor dem Ende. Noch einmal die Linzer, wir sind bereits in der 90. Minute. Benjamin Freudenthaler von der linken Seite und Hannes Aigner ist da und da ist das 2:1 in der 90. Minute und dabei bleibt es auch sehr zur Freude von Trainer Walter Schachner. Der LASK dreht diese Partie in der Schlussphase, gewinnt glücklich mit 2:1 und wahrt damit den Anschluss an die Tabellenspitze. Hartberg gegen Altach 0:2, WAC St. André gegen Grödig 3:2, First Vienna FC gegen FC Lustenau 2:3, Austria Lustenau gegen Blau-Weiß Linz 1:3 und LASK gegen St. Pölten 2:1. In der Tabelle schaut es jetzt folgendermaßen aus. Altach bleibt auf Platz 1 mit 40 Punkten, dahinter WAC St. André mit 38 und Linz mit 34. Tabellenschlusslicht bleibt Hartberg mit 16 Punkten. Zwei Szenen zeigen gestern Abend die ganze Verunsicherung der in Weiß spielenden Döblinger im Spiel gegen Tabellennachbar FC Lustenau. Einem Freistoß für die Wiener folgt ein Konter der Vorarlberger, der durch diese unglückliche Aktion von Torhüter Trabi erst so richtig gefährlich wird. Doppelt bitter für den Wiener Goalie, er muss beim Schuss von Stefan Ries im wahrsten Sinn des Wortes den Kopf hinhalten. In der zweiten Szene nimmt wieder einmal Bicciri, wieder einmal im Strafraum, wieder einmal unmotiviert die Hand zur Hilfe. Dasselbe passiert ihm bereits heuer im April gegen Austria Lustenau. Damals wie gestern verliert die Vienna 2:3 und findet sich nunmehr vor dem letzten Spiel vor der Winterpause am Dienstag in Schlusslicht Hartberg auf Platz 9 der Tabelle wieder. Für die drei Teams an der Spitze gibt es gestern durchwegs Siege. Beim 3:2 des WRC St. André gegen Grödig sorgt Nenad Jovanovic für den spektakulärsten Treffer des Abends.